damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frankston. Nein, nein, so war es nicht. Nee, nicht, Maddie. Sieh es dir nicht an. Ich glaube, ich sollte mich jetzt lieber verziehen. Wir waren in der alten Maschinenhalle. Da haben Chris Keime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Das war von... Ich weiß. Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber Dad... Und wenn das Monster jetzt da rauskommt, soll er dann weiterhin da bleiben? Ich hab nur eine Waffe, ich hab doch gar nichts hier. Ich kann doch gar nichts gegen den machen. Ist das die Tür, wo ich gerade reinkam? Die sieht so blau aus. Kann das sein, dass hier ein paar Texturen fehlen? Hallo? Guten Tag? Haben Sie vergessen, den Rest der Tür einzubauen? Na gut. Achso, hier sind wir. Okay. Wo waren die denn eben? Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich sowieso, ich habe sowieso aufgegeben, dieses eine Geheimnis da lösen zu können. Ach, sie ist damit gemeint. Okay, die waren also wirklich hier. Das im Nebenraum meine ich, weil irgendwie, ich komme ja nicht dazu, da irgendwo mal hochzukommen. Gott, ich bin zu spät. Nein. Nein, Dad, ich bin's. Verdammt, ich sagte doch. Was ist passiert? Warte, ich komme mit dir. Ich muss helfen. Nein, Robert. Das Ding da unten ist zu gefährlich. Du darfst nicht verletzt werden. Oh nein. Aber ich bin schuld. Ich habe sie reingeführt. Ich. Wenn du nicht gehorchst, kann ich dich nicht schützen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du gehorchst. Tut mir leid. Nein. Tut mir leid. Ah,
Aber wenn er nicht gehorcht, könnte er seinen Vater vielleicht mal schützen. Die Frage ist, wäre das jetzt vermeidbar gewesen, dass die eine getötet wird? Gehört die eigentlich zu unseren Leuten? Weil ich konnte ja nichts anderes machen und ich habe es ja geschafft, den von der einen wegzuziehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie das jetzt war oder ob das jetzt die andere gewesen ist, von der ich sie weggezogen habe. Wieso ist das hier eigentlich noch dunkler als vorher? Ich erkenne mich jetzt hier gerade irgendwie nicht mehr viel. Ah, Moment, Kamera? Ja, nimm es bloß nicht. Das muss mit diesen Kids und ihrem verflixten Film zu tun haben. Oh oh. Linda. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hä, der war doch von da, hat er doch gerade geguckt. Das ist aber eine Sackgasse. Hä? Deswegen haben sie es auch so dunkel gemacht, damit ich hier nichts sehe und auch nicht sehe, ob der kommt. Das ist doch scheiße. Das ist aber eine Sackgasse hier, oder? Aber normalerweise ist es ja so, dass dann halt dieses Rot kommt. Moment, konnte ich da hinten dazwischen? Ach ja, da sind die dann noch hin, ne? Aber von da hat der nicht geguckt, meine ich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt Schiss, dass ich den Typen auch noch umbringe. Vielleicht ist sie ja der Schlüssel zu allem. Ich habe echt Schiss, dass ich den Typ auch noch umbringe. Ich will nicht. Etwas stimmt nicht. Nee, ich glaube, er ist hier. Die Frage ist, wo muss ich jetzt rum? Hier ist es erleuchtet. Also beleuchtet. Ihr wisst, was ich meine. Das war eine Sackgasse, oder? Oder ist hier die Treppe? Ne, hier ist die Treppe. Die ich aber nicht hoch kann, oder wie? Hä? Wieso kann ich die Treppe nicht hoch? Wahrscheinlich, weil sie doch hinten sind. Okay, aber wo? Da kann ich nicht durch. Hier ist nicht offen, ne? Muss ich hier durch. Clever, ne? Diese Schlussfolgerung. Für sie. Nein, du sollst gehen. Heftig. Das heißt, warte mal. War ich hier schon mal drin? Muss ich hier hin? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oh, Moment. Das Phantom der Rache. Ja, wieso denn jetzt schon wieder 10 von 12 gefunden? Okay, war ich denn hier vorher schon mal drin? Habe ich die übersehen? Oder kamen die jetzt neu hinzu? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, ich muss... Ja, ja, hier ist jetzt Blut. Ich denke mal, ich muss jetzt nämlich auf jeden Fall hier rum. Da ist eine Tür... Da führt das Blut hin. Dann gehen wir doch erstmal bei der Tür gucken.
Nicht, dass uns hier irgendwas Aufregendes... Okay, schade. Entgeht, wollte ich sagen. Hä? Hier ist doch Blut. Übersehe ich hier irgendwas, oder? Hier runter sind die nicht, ne? Ach nee, geht ja gar nicht. Das ist nur... Ja, ja. Und da konnte ich jetzt auch wirklich nicht rein, ja? Hätte jetzt sein können, dass das jetzt wegen der Kamera irgendwie vielleicht... Hä? Hier ist doch das Blut. Ihr verwirrt mich jetzt hier gerade total, Leute. Also nicht ihr, sondern ne, die Macher hier. Von dem Spiel. Moment, das war rechts. Also muss ich hier weiterlaufen, ne? Was zur Hölle? Ich dachte gerade, da steht einer. Ja. Aber da kann man noch runter. Aber das ist, glaube ich, nur dieses Normale, ne? Ja, ja, das ist das Normale, wo ich mich schon durchgezwängt habe. Okay. Ich habe eure Kamera. Ich werde sie benutzen. Wenn ihr mir sagt, wo ihr seid. Linda. Fuck! Scheiße. Ich muss dir helfen, bevor es zu spät ist. Ja, du musst dir selber erstmal helfen. Da ist offen. Ich glaube, von da kam das auch, oder? Ja, da ist auch Blut dran. Aber, wenn da Blut dran ist, heißt das, wir müssen dahin, das ist klar. Aber waren wir hier schon mal? Können wir hier noch irgendwas finden vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier waren wir schon mal, oder? Also vorher meine ich jetzt mit den anderen. Ich meine, das hätten wir hier alles schon gesehen. Okay, da aber fehlt uns noch was. Das ist aber schon offen. Also denke ich mal... nee, Moment, das war ja der Gang, wo wir entlang müssen. Ja, ich denke mal, dass wir das schon alles kontrolliert haben. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt was Neues gekommen ist. Ich will halt auch die Geheimnisse alle kriegen, ne? Okay. Kannst du stehen? Okay, los, weg hier. Ich halte es auf. Ja. Oh Gott. Oh.
Haben wir es gestoppt? Ist es vorbei? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Ja, gut, er kann ja nichts dafür eigentlich, das denn. Du hast einen Scheißfilm! Was willst du noch? Du hast mich belogen! Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast mir versprochen. Ich kann nichts dafür, wenn du meine Versprechen falsch verstehst. Meine Mom ist gestorben. Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt. Ein Reisender ist nur so stark wie sein Gefährt. Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Hilfe! Hilf mir mit ihm! Wieso wirkt das nicht? Maggie! Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, wenn er die Waffe behält, dann ist das was Gutes. Jetzt ist die Einzige, die auf jeden Fall überleben sollte, tot. Ja, super. Was ist das? Das? Das ist Frank Stone. Wir müssen weg. Nimm nichts wie weg. Jetzt!
Nimm ihn. Dreh dich nach links. Genau, die anderen lässt du leben. Die nutzen ihren Kopf, Junge. Du hättest auch deine Beine nutzen können. Okay, er hat auch seinen Kopf benutzt. Einen anderen Ausweg geben. Warum dachte ich, das klappt auf einmal? Keine Ahnung. Verrückt sein. Ich dachte, es wäre eine andere Tür. Aber egal. Moment. Warte, wo? Achso. Ach, ich drücke die ganze Zeit die Taste anstatt. Hier. Ja, immerhin habe ich den Schmiedehammer gefunden. Ich sehe ein grässliches Ding, mehr Schatten als Gestalt. In meinen Albträumen ruft es nach mir. Sein Gesang verführt mich. Vielleicht kann ich ihn damit besiegen. Mal schauen. Oh, ich höre den... bin tot, wenn ich entlang laufe, oder? Oh nee. Ach komm. So langsam wird bei das Spiel jetzt so hektisch. Außerdem ist die überleben sollte jetzt eh tot. Also. Ja, so kriegst du den nicht repariert. Ich glaube, der Generator funktioniert noch. Fehlen nur ein paar Teile. Überraschung. Mhm. Lesen wir erst nochmal kurz in Ruhe, was hier draufsteht. Ausstellungsdatum 1960, so rum. Ablaufdatum 17.04.1965. Bitte melden Sie sich bei Verlust oder Diebstahl der Karte umgehend beim Sicherheitsbüro. Das Stahlwerk von Cedar Hills behält sich das Recht vor, dem Karteninhaber im Fall von Notfällen oder Sicherheitsrisiken die Sicherheitsfreigabe zu entziehen. Sicherheitsauswerk, Ausweis, Stahlwerk von Dr. April Hasse. Steht jetzt nicht gerade neben mir, oder? Tätigkeitspsychiaterin, Abteilung Rehabilitationsprogramm. Böses Wort. Fünf Träume? Extern, Freigabestufe, uneingeschränkter Zugriff zum Werk und umliegende Gelände. Okay. Nimm die mit. Vielleicht kommst du ja noch irgendwie zum Werk. Der Champion. Alle der Champion-Artefakte gesammelt. Oh, okay. Nein. Das ist ein Teil. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das hört sich aber scheiße an hier gerade. Sieht aber trotzdem sehr gut aus. Da ist noch eins. Brauche ich mir, glaube ich, auch nicht anzugucken, oder? So, jetzt voller Panik und voller Hektik erstmal den Generator reparieren. Reparieren, RT. Wie gesagt, ich hab's schon bei DBD gehasst. Z.
10 großartige Fähigkeitschecks gemeistert. Yay! Schaffe ich bei DBD meistens weniger. Wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ich muss nicht 50 irgendwie machen oder so. Dann werde ich die Errungenschaft definitiv nicht kriegen. Ja, und jetzt? Der ist immer noch da draußen. Tüftler, alle Generatoren repariert. Yay! Ich wollte sagen, der kommt doch jetzt von der anderen Seite, ne? Nicht gucken, Aufzug nehmen. Rück. Keine Ahnung. Ja, hoch, hoch, ich will hoch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wow. Eklig. Unten wäre ja dieses Ding gewesen. Keine Ahnung. Das war jetzt bestimmt die falsche Entscheidung. Oh, die Wände wackeln. Ach, hier sind wir. Das war klar. Ich habe doch gesagt, das war die falsche Entscheidung. Ich bringe sie heute alle um, ich hab's gewusst. Oh, da kommen wir aus. Nein, die war vorhin schon verschlossen. Geh woanders hin. Achso. Achso. Zieh! Los, los! Nein, nicht ihn! Da laufen, ja... Diesmal nehme ich das Laufen. Lauf. Wenigstens einer muss überleben. Ich habe dich schon mal getötet, Frank. Und ich werde es immer wieder tun. Aber nicht ohne Kamera. Volltreffer, Arschgesicht. Hab ich schon gesagt, dass ich das hasse? Frank Stone hat endlich seine Bestimmung gefunden. Mein Held. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein und sein Wissen aufsaugen, an seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in diese Welt gebracht.
Dieses Leben voller Mühe und Qualen. Alles für diesen wunderbaren Moment erhabener Perfektion. Es ist kaum zu ertragen. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Gut Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!